Okay. Nee, das tut nicht mehr heilen. Das bleibt so. Also eigentlich kann es nur noch schlimmer werden, wenn ich Pech habe. Aber dadurch, dass ich halt jetzt nicht mehr arbeite und halt im Prinzip den Rücken nicht mehr belaste, sag ich mal, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass irgendwie da was passieren könnte. Das ist halt das Problem halt, ne? Und ich bin halt auch noch ein Mensch, der halt, sag ich mal, sehr handwerklich geschickt ist halt, ne? Also meine Fähigkeiten liegen halt vor allen Dingen in handwerklichen Berufen. Und was natürlich halt auch nochmal schade ist halt, ne? Wenn ich jetzt jemand wäre, der jetzt den ganzen Tag im Büro sitzt oder so, wäre das vielleicht nochmal was anderes. Weil da brauchst du ja nichts Hut zu heben oder so, irgendwelche schwere Arbeitstätigkeiten machen. Aber dadurch, dass ich halt auch noch dazu, muss man noch erwähnen, dass ich Legastheniker bin, drehe ich natürlich auch keinen Job in Bürojob oder sowas halt, ne? Wo man schreiben oder lesen muss halt, ne? Sein Lesen kann ich Gott sei Dank relativ gut, sag ich mal, mehr oder weniger. Aber schreiben habe ich wirklich extreme Probleme. So, und das ist halt natürlich halt ein großes Problem, gerade wenn du auch in Deutschland lebst halt, ne, ja, bist du eigentlich im Prinzip schon raus aus dem Spiel, sage ich jetzt mal, ne. Also in Deutschland musst du halt dies oder jenes können. Wenn du beides nicht mehr kannst, dann hast du eigentlich auf dem Arbeitsmarkt eigentlich keine Chance mehr. Sieht auf jeden Fall schlecht aus. Und das hat der Jobcenter auch schon zu mir gesagt, dass das halt sehr schlecht ist halt. Also meine Chancen liegen eigentlich im Prinzip vielleicht bei 1%, dass ich einen Job finde. Oder ich finde wirklich einen Arbeitgeber, der sehr großzügig ist. Aber ich glaube kaum, dass da jemand gibt. Gerade vor allem in diesen Zeiten gerade, die wir gerade erleben, mit den Kosten und alles. Aber so ist das halt, ne? Daran kann man halt nichts ändern und muss halt einfach weiterleben halt, ne? Und jetzt versuche ich halt, sag ich mal, mit Livestream und mit YouTube halt irgendwie in den nächsten Jahren vielleicht, wenn ich Glück habe, damit Geld zu verdienen. Zumindest ein bisschen halt, ne? Ich wäre ja schon froh, wenn ich, keine Ahnung, 1000 Euro oder so damit im Monat verdienen würde, irgendwann mal. Weiß man ja nie, ne? Dankeschön. Man weiß ja nie, was passiert, ne? Also ich mache einfach weiter meinen Kram hier und in der Hoffnung, dass es irgendwann mal funktioniert halt, ne, das Ganze. So, dann mach mal, warte mal, das ist jetzt Größe Mittel, genau. Ich glaube, wir lassen mal die Map-Größe Mittel. Ich glaube, daran lag das Problem auch mit dem Laden. Ich glaube, die große Map schafft ja irgendwie nicht zu laden. Ich glaube, da bricht die Performance zu sehr ein. So, dann Schwierigkeitsgrad schwer wieder. Gut, dann fange ich nochmal neu an.
Ja, sagt man, oh, meine Stimme. Und sag mal es mal so, ich sag mir halt selbst immer, es gibt schlimmere Sachen im Leben. Also noch schlimmere Sachen. Ne? Es gibt Menschen, die haben noch viel schlimmere Krankheiten. Denen geht es noch beschissener als mir. Und ja, deswegen versuche ich halt immer irgendwo das Beste daraus zu holen, ne? Und immer positiv irgendwo zu denken. Weil anders geht's ja auch gar nicht. Und ich hatte schon, sag ich mal, meine Depressionsphase hatte ich vor ein paar Jahren gehabt, wo ich den letzten Job dann halt auch durch den Rücken halt verloren habe. Das war ja in der Autoindustrie gewesen. Und da konnte ich halt einfach nicht mal weiterarbeiten. Das war dann auch mal so extrem gewesen mit dem Rücken, dass es einfach nicht mehr funktioniert hat. Und ja, danach bin ich halt, sag ich mal, erstmal richtig in ein schwarzes Loch gefallen, sag ich jetzt mal. Da bin ich halt mega froh, dass ich halt durch außen halt, durch ein paar Leuten, die mir da ein bisschen geholfen haben, wieder da rauszukommen. Dann hatte ich halt auch Therapeut gehabt, der mir da viel geholfen hat. Und ja, und heute geht es mir wieder besser halt, ne? Na, wie lange ist das jetzt her? Knapp 6 Jahre ungefähr, oder 6 Jahre ist das jetzt her? Ja. Wenn man mal überlegt, wo ich noch ganz jung war und habe sowas mal auf YouTube oder so gesehen, Menschen, die Depressionen haben, habe ich mir selbst immer gedacht, das würde mir nie passieren, sowas halt, ne? Aber das ist halt, ne, daran sieht man, man sollte das Leben nicht unterschätzen halt, ne? Das kann halt jedem passieren und schneller, das geht so schnell, das merkt man selbst gar nicht. Bis man auf einmal mittendrin ist. Ist schon ziemlich heftig manchmal. Gut. Dann fangen wir ja hier nochmal neu an. Das Ganze. So, das ist jetzt meine neue Wohnung. Okay. Ja, die sieht sogar fast ähnlich aus wie der andere. So, gucken wir mal hier. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass man Informationen von sich selbst finden kann. Eigentlich müssten die ja existieren, schon von Anfang an. Ja, ja, das schon. Da gibt es halt so bestimmte Trainingsarten, ne, für den Rücken und so. Und damals habe ich ja auch Fitnessstudio und alles gemacht, ne? Also war wirklich mittendrin, sag ich mal, in Trainieren und so. Bin jeden Tag, 6 Tage die Woche, jeden Tag immer eine Stunde trainiert. Früher. Aber auch das alles hat leider nicht geholfen. Der Rücken ist trotzdem immer schlimmer und immer schlimmer geworden. Wo die Ärzte ja auch gesagt haben, wenn sie ihren Rücken stärken, die Muskulatur, also die Rückenmuskulatur gestärkt wird, tut man, sag ich mal, den Prozess, sag ich mal, einmal verzögern und man tut halt, sag ich mal, den Rücken halt und die ganze Wirbelsäule Stabilität stärken halt, ne? Was ich ja halt auch alles gemacht habe, aber zum Schluss hat es nicht gereicht. Thank you.
hier auch noch irgendwas? So, wir bräuchten noch Büroklammern oder sowas. Da liegt der Schlüssel von uns. Oh, warte mal, hier war was. Ne, da ist eine Batterie. Okay, ah, hier ist einer. Nee, Quatsch, das ist eine... Hä, was ist das denn? Okay, das brauchen wir nicht. Zurücklegen. Kann ich eigentlich die wegschmeißen? Geht das? Mal probieren. Nee, das geht nicht. Okay. Weglegen. Ja, warte mal. Kann man das hier irgendwie dran? Ah, ne. Doch schon. Okay. Jo, dankeschön. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Hier ist nichts. Gut, dann gehen wir mal zum Rathaus und holen uns mal einen Auftrag. Ah, okay, wir haben auch ein Adressbuch. Können wir eigentlich reinschreiben? Nee. Na gut. Na, welche Etage? Zweite. 202. Okay. Oh, Fahrstuhl. Ist natürlich jetzt schade, dass wir nochmal neu anfangen müssen. Aber gut, bei dem einen Fall waren wir jetzt in Anführungszeichen jetzt noch nicht so weit gewesen, aber es waren natürlich halt schon einige Stunden. Ne? Also knapp 5 Stunden, die wir jetzt im Prinzip ja weggeschmissen haben. Was ist das hier? Ah, okay. Mal schauen, wo ist denn hier nochmal das Rathaus? Wir müssen ja wieder die Stadt ein bisschen erkunden und gucken, wo was ist. Guter Plan, ja. Ja, die Performance müssen also wirklich unbedingt noch dran arbeiten. Die bricht halt immer mal wieder ab und zu leicht ein. Aber ich denke mal, das wird mit Sicherheit auch noch kommen. Das Spiel ist ja eh noch nicht fertig. Daher habe ich eigentlich schon gute Hoffnung, dass da was kommt. Und die müssen nicht nur die Performance verbessern, aber unbedingt mal in Texte nochmal bearbeiten. Also manche Texte sind ja in Ordnung.
Aber manche sind ein bisschen komisch formuliert. Was haben wir denn hier? Ah, shit, wir müssen warten, bis wir einen Auftrag bekommen. Kann man eigentlich noch irgendwie anders Geld verdienen, weil hier sind halt, oh. Stellenausschreibung, Fotografiekenntnis 650. Eigentlich brauchen wir da einen Fotoapparat, ne? Wie viel kostet ein Fototeil? 85. Mal tun wir einmal auf Speichern. Abrissarbeiten 300. Oh, zum Verkauf. Was ist denn das denn? Ach, Kellergeschoss. Naja, das bringt uns ja nichts. Das hier. Okay. Also es soll einer Person verhaftet werden. Wäre auch interessant. 1350 würden wir bekommen. Und eine Diskette. So, um so ein Upgrade zu bekommen. Wäre es, glaube ich, schon sehr cool, ne? Das zu machen. Brauchen wir Handschellen? Handschellen sind nicht teuer. Ja, komm, mach mal. Mal ausprobieren. Handschellen kaufen. 25. Okay, verhaften heißt die Sache. Ah, okay, wir haben hier den Ort. Tun wir gleich mal markieren. Und die verdächtige Person ist aber unbekannt. Nice. Oder soll ich dann wissen, wen ich verhaften muss? Okay, machen wir mal. Also. Machen wir mal ganz nach oben. Das hier. Und da. Die Person wird wahrscheinlich. Hier sein. Wo mache ich denn das hin? Mache ich mal dahin. Zweite Etage, ne? Ah, guck mal, das ist doch das gleiche Gebäude, wo wir auch wohnen. In der gleichen Etage sogar.
Wir wohnen ja auch hier. Hier wohnen wir ja. Geil. Müssen wir unseren Nachbar festnehmen, oder was? Das ist halt die Frage, warte mal, steht das hier dran? Welches Apartment? Nee, steht nicht. Doch, die Meier. Nee, das ist ja das Gebäude. Doch, 204. Doch, wir haben es doch. Okay, das ist also das hier. Okay, wir sollen die Person verhaften. Sie wird wahrscheinlich da drin sein, vermute ich mal. Man darf nicht vergessen, wir spielen auf schwer. Das heißt, wenn ich jetzt da reingehe und er erwischt mich, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er mir einer aufs Maul hauen will. Das wäre natürlich nicht so gut. Es könnte aber auch möglich sein, dass er gar nicht da ist. Kann ja auch sein, ne? Geh mal bei uns hier rein. Das Gute ist, dass unser Nachbar. Was für ein Zufall. Und geh mal hier in den Schächten rein. Hier, da ist doch schon einer. Ich hoffe, wir kommen da auch rein irgendwie. Schauen wir mal. Muss man meine Karte öffnen. Sieht man es besser. So. Also der Nachbar wohnt hier. Nebenan. Da müssen wir rein. Und wenn wir es irgendwie schaffen, hinter seinen Rücken zu kommen. Ja, schon sehr gut. Shit, das hört hier auf, ne? Das ist schade. Nee, das ist nicht gut. Das ist blöd. Müssen wir gucken, wo wir irgendwo in einer anderen Etage. Irgendwo muss ein Schacht bei ihm sein. Der auch da reinführt in die Wohnung. Es könnte jetzt möglich sein, dass der Schacht oben ist oder unten. Dass wir da reingehen. Und dann einfach nach unten runter klettern. Hier wäre zum Beispiel ein Schacht. Komm mal da drauf, ja. Okay, bisschen drin. Huch, ne, doch, da. Das ist jetzt die eine Etage, eine weiter oben. Wir müssen jetzt nach unten. Genau, perfekt. Geht's runter. Das könnte jetzt. Was ist das? Oh, das. Die Außen. Das ist nicht so gut. Aber wir sind in der richtigen Etage, ne? Ne, Etage 3 sind wir immer noch. Das heißt, wir müssen noch ein Stückchen hier runter. Das könnte die sein, ne? Etage 2, ja. Und. Hey, das kann doch nicht sein. Doch, das ist die kleine. Oh, Mann. Okay, da sind wir schon wieder in der gleichen drin. Wo wir vorhin waren. Irgendwo muss da einen Schacht geben, der hier reinführt.
Hier hätten wir noch eine. Da könnte möglich sein, dass er hier lang führt und irgendwo hier an die Seite hinten lang geht oder irgendwo. Wir gehen mal nach unten. Das Problem ist, wir können halt nicht so lange hier drin bleiben. Es ist halt arschkalt hier drin. Erste Etage sind wir. So, jetzt geht's wieder hoch. Jetzt sind wir immer noch erste Etage. Mal schauen. Okay, es geht nach oben und nach unten. Shit. Gehen wir nach oben. Mal gucken, wo wir da jetzt... Hä? Was sind wir denn hier? Warum ist das überhaupt hier offen? Welche Etage ist das? Oh, wir sind in der richtigen Wohnung. Genau, das ist die. Jetzt ist die Frage, ist die Person eine Frau oder ein Mann? Hm, hier steht halt auch kein Name da. Also wir haben eigentlich gar keine Information von der Person. Lange braune Haare. Lang sind... Ja, das könnte... Könnte sich sein, ne? Sind die braun? Lange braun. Lange brauner. Sie hat auf jeden Fall lange Haare. Braun sehen die jetzt nicht unbedingt aus. Sie sehen aus wie mehr schwarz, aber das könnte jetzt auch einfach durch das Licht und Schatten einfach nur täuschen. Sie hat keine Brille. Körpergröße durchschnittlich, ja, das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Gesichtbehaarung? Ja. Okay, wenn es Gesichtsbehaarung hat, dann ist es doch ein Mann. Dann ist sie das nicht. Oder hat der Mann einfach nur lange Haare? Was natürlich auch sein kann. Ne? Jetzt übertreibt man nicht mit den Händen waschen hier. Das kostet auch Wasser. Ich speichere mal. Bohrmaschine.